Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Jakob und ich kommen gerade vom Wocheneinkauf und haben wieder ein paar richtig gute Sachen ergattert. Also ich bin schon echt ganz froh. Ungefähr so wie letzte Woche haben wir 65 Euro ausgegeben. Ist ja mal so ein paar gequetschte, ne? Aber so den genauen Betrag, deswegen runde ich das immer auf. Wir haben 3 Körbchen voll. Wir waren bei Hit und bei Edeka. Bei Aldi war ich auch, da habe ich aber... Jakob ist reingesprungen. Nur ein paar Brötchen geholt und 2 Sachen, die runtergesetzt waren. Ich habe hier auch noch die Sachen für meine Oma. Also dachte ich mir, zeige ich euch mal wieder alles zusammen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und let's go. Ich glaube, ich habe auch leider genau wie letzte Woche nicht so eine richtige Ordnung, aber man sieht ja sowieso meistens, von welchem Laden es ist. Ich habe jetzt hier den ersten Korb und da habe ich ganz oben einmal Baguette drauf liegen. Und zwar diese Weizenbaguettes zum Fertigbacken. Das brauchen wir diese Woche zum Kochen, beziehungsweise halt für ein Gericht, das ich mir überlegt hatte. Und die waren dort sogar im Angebot. Deswegen habe ich 2-mal die hier mitgenommen. Ich habe noch einmal von Ceva dieses Quick Pad hier mitgenommen. Ne, nicht Pad, sondern Pack. Ich habe 2-mal Reibekäse mitgenommen. Und zwar einmal Gouda Holland gerieben von Rewe Eigenmarke. Der war 1,59 €. Und dann habe ich den hier von Alnatura noch mitgenommen. Und zwar der Emmentaler. Der war auf 1,59 €. Nicht reduziert, sondern im Angebot. Habe ich einfach beide mitgenommen. Ich brauche nämlich 2-mal geriebenen Käse. Und dann habe ich einfach 2 verschiedene und kann da so ein bisschen variieren und habe nicht nur das gleiche. Einmal Toast von Golden Toast habe ich mitgenommen. War in der billigen Abteilung auf 79 Cent reduziert. Und somit 50% günstiger. Kommt natürlich wieder in die Gefriertruhe. Bei Edeka habe ich einmal Trauben mitgenommen, die waren im Angebot. Die sind dann immer perfekt jetzt auch zum Mitnehmen für Jakob. Ich wollte jetzt mal wieder anfangen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und dann wieder irgendwie schleifen lassen und vergessen. Aber ich würde jetzt gerne wieder anfangen, Jakob so eine richtig schöne Brotdose für die Arbeit zu machen. Natürlich ist er alt genug, er ist ein Mann, der kann das auch selber. Aber ich mag das wirklich gern und mache das auch super gerne. Und kann mich da auch immer so ein bisschen kreativ austoben, was ich ihm da irgendwie Neues reinmache. Und Träubchen passen natürlich auch immer gut. Dann haben wir... Hallo! Ja. Jakob ist in der Haus. habe ich noch einmal Brötchen mitgenommen. Und zwar diese Meerkornbrötchen von Ja. Waren runtergesetzt auf 64 Cent und somit 50% billiger. Die mögen wir auch sehr gerne. Die frieren wir dann auch immer ein. Und die Körnerbrötchen esse ich zum Beispiel auch super gerne. So, dann haben wir einmal... 10 Eifeleier mitgenommen. Die waren runtergesetzt auf 1,49 €. Und ich habe einmal Möhrchen mitgenommen. Ah ne, die waren gar nicht reduziert. Ich war schon den Aufkleber am Suchen. Naja, einmal Möhrchen auf jeden Fall. Dann sind 2 Gläser Bockwürstchen mitgekommen. Die sind sonst immer auf 1 Euro, nicht reduziert, meine Güte. Heute habe ich schon wieder ein Wortgulasch. Sonst haben die im Angebot immer 1 Euro gekostet. Jetzt waren sie auf 1,11 Euro. Ist aber trotzdem noch in Ordnung für so ein Gläschen mit 6 Bockwürstchen für zwischendurch. Oder ich habe auch ein Glas, wie gesagt, für meine Oma. Die isst das auch zwischendurch ganz gern. Einfach bei dem Brot dabei oder so. Von daher habe ich die dann nochmal mitgenommen. Die kann ich auch super zum Beispiel in die Brotdose für Jakob packen. Einmal neue Margarine, die leichte. Und ich habe mir einmal Bratkartoffeln mit Zwiebeln mitgenommen. Eigentlich esse ich immer die... Warte, ich tue da jetzt die Sachen für Oma schon rein. Normalerweise nehme ich die Bratkartoffeln mit Zwiebel und Speck. Aber da ich mir das Freitag mache und wir ja freitags kein Fleisch essen, habe ich die ohne mitgenommen. Weil ich werde am Freitag... Meine Güte, was ist denn heute los? Am Freitag nehme ich für meine Oma und Jakob was anderes kochen. Das esse ich leider nicht. Und deswegen wird es für mich das hier geben. So, warte... Das hier kommt da einmal rein. Das kommt da einmal da rein. Und das kommt schon mal da rein. So. Also das lege ich mal rüber. Würdest du mir den weiteren Korb nach oben stellen? Mhm. Und ich dachte, ich sage das nochmal dazu. Letztens habe ich einen Kommentar bekommen, wenn ich immer die Körbe auf unserem Ceranfeld hier schiebe, ob das keine Kratzer gibt. Also bisher habe ich keine Kratzer. Ich muss sagen, die sind von unten jetzt auch nicht irgendwie so hartkantig oder irgendwie, dass da so Dinger drin sind. Ich habe vielleicht einfach gerade mal Glück, ausnahmsweise. Wir haben 4 Brötchen. Oh, die sind noch ein bisschen warm, waren die gerade frisch. 4 Brötchen. Für mich habe ich 2 für morgen zum Frühstück und Jakob dann auch für die Arbeit. Möchte er sich morgen mitnehmen. Dann habe ich bei Edeka... War das beim Edeka? Ja. Einmal einen Lauch mitgenommen. Der hat eine richtig hübsche Frise. Mhm. So wie du. Ja. Schon Lauch? Ja.
Okay. Ein Lauch mitgenommen für ein Gericht diese Woche zum Kochen. Kann ich direkt auch schon mal hier hinlegen, beziehungsweise hier hinpacken und den Aufkleber abmachen. Die hatten immer noch beim Edeka von Del Verde die Buitoni-Dinger im Angebot. Da habe ich nochmal 3 Pakete mitgenommen. Ich glaube, die anderen 2 sind ein bisschen weiter unten im Korb. Aber einmal auf jeden Fall diese, ich sage mal Gnocchi. Nee, doch. Gnocchi. Gnocchi nenne ich die mal. Also, ne? Gnocchi heißen die wahrscheinlich, genauso wie die anderen Kartoffeldinger. Aber ich sag mal Gnocchi, weil sind übrig. Da kann man das so ein bisschen unterscheiden. Ich habe mir einmal Chips mitgenommen. Jakob hat in der Billigabteilung für 80 Cent einmal so eine Creme Brûlée mitgenommen. Das sind so 2 Gläschen. Und das ist immer cool, weil das sind halt so richtige Gläser aus Glas und nicht irgendwie so ein Papiergedöns oder Plastikgedöns. Und die behalte ich dann immer. Und da kann man immer super so kleine Sachen drin machen. Finde ich immer cool. Perfekt zum Beispiel auch beim Raclette. Ich habe so viele von diesen Gläschen von Creme Brûlée. Und da kann man immer richtig geil die Sachen reinmachen. Philadelphia war im Angebot. Da haben wir einmal Kräuter mitgenommen. Natürlich obligatorisch der Sahnepudding von Jakob. Der Sahne-Soft-Pudding. Nee, ist gar kein Soft-Pudding, ne? Hier steht nur Sahnepudding. Vanille und Schoko, wie immer. Dann einmal Champignons für ein Gericht diese Woche. Da habe ich so ein kleines Paketchen mitgenommen, weil das reicht einfach. Und Jakob hat sich einmal so einen Nudelsalat. Ist das ein Nudelsalat? Ja. Mit 4 kleinen Mini-Frikadellchen mitgenommen. War reduziert auf 1,25. Kann er dann morgen mit zur Arbeit nehmen. Ich brauchte einmal Tomatensoße. Da habe ich jetzt einfach von Gut und Günstig die Napoli genommen. Da mache ich es mal einfach. Ich wollte schon sagen, da mache ich es mal einfach. Einmal Schinkenwürfel. Diese Woche werde ich nach längerer Zeit mal wieder 2 Gerichte mit Fleisch kochen. Also einmal heute mit Schinkenwürfeln. Die waren jetzt am günstigsten, weil ich wollte jetzt nicht fast 4 Euro für so ein Ding bezahlen. Und die Bio, da ist zwar ein bisschen weniger drin, aber von der Menge her reicht das trotzdem. Und deswegen habe ich dann die hier mitgenommen. Dann 2-mal Fleischwurst, einmal für uns und einmal für meine Oma. Dann habe ich einen Mozzarella mitgenommen, auch so für die Brotdose für Jakob. Er hat sich einmal von Wiesenhof die Geflügelfleischwurst mitgenommen, diese kleinen Minischeiben. War auf 99 Cent, nee, war im Angebot auf 99, mit, war für 99 Cent im Angebot. Und Jakob isst die teilweise sehr gern. Einmal Spüli für meine Oma. So, dann 2-mal Käse. Diesmal war bei Edeka der Müllraum im Angebot. Da habe ich den Burlander herzhaft würzig. Ich sollte vielleicht heute einfach aufhören zu sprechen. Mitgenommen, der schmeckt sehr lecker. Wir haben letzte Woche den, welcher war das nochmal? Der Nordlicht. Nordlicht. Der ist auch super lecker. Und zum allerersten Mal habe ich jetzt den Müritzer mitgenommen. Den wollen wir jetzt auch testen, denn sonst schmecken die von Müram super lecker. Und die waren jetzt für 1,49 im Angebot. Ja, freue ich mich sehr drauf. Dann noch einmal Farfalle. So, und die dritte Packung war noch einmal Tagliatelle. Die essen wir auch sehr gern. Zum Einfrieren habe ich 2-mal Fleisch mitgenommen. Da hatten wir echt mal wieder Glück. Und zwar einmal Rinderhackfleisch für 2,40 Euro, und also reduziert. Und einmal, was ist das eigentlich? Schwein- und Rinderhackfleisch, Zubereitung, gewürzt und mariniert. La Döner, der Spieß. Ja, sind irgendwie so 3 Fleischspießchen irgendwie. War auf 1,75 reduziert und das haben wir mitgenommen zum Einfrieren. Und das letzte im Körbchen ist einmal von Vanell ein Weichspüler. Den habe ich jetzt mitgenommen, weil der im Angebot war für 1,39. Ich habe gar nicht dran gerochen, weil Vanell kaufe ich eigentlich echt selten. Doch, aber riecht eigentlich ganz gut, ne? Mhm. Muss ich sagen. Genau, der kann auch nach unten, weil die Waschmaschine ist ja unten. So, und dann haben wir noch ein drittes Körbchen. Jakob hat ja, wie gesagt, beim Aldi noch eben Brötchen geholt. Und dann hat er noch einmal Zwiebelwurst 30% reduziert und einmal Currywurst 30% reduziert mitgenommen. Weil die mag ich ab und zu ganz gern zwischendurch. Und ja, ne, Zwiebelwurst und Fleischwurst ist im Moment so unser Belag fürs Brot, den wir am liebsten mögen. Diese Woche hatten wir eigentlich auch Glück, dass wir wieder so ein paar günstige Sachen gefunden haben. Und ich hatte das ja letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, wir essen ja wirklich viel weniger Fleisch. Das Einzige, was wir halt essen, ist Wurst, weil wir halt nur mal Fleischesser sind. Ja, und da haben wir jetzt auch ein bisschen was diese Woche mitgenommen. Für uns habe ich noch einmal, also wir hatten jetzt einmal die Zwiebelwurst und die Fleischwurst. Die andere ist ja für Jakob für die Arbeit. Und dann haben wir noch einmal Hähnchenbrust mitgenommen und einmal noch Leberkäse. Das war eigentlich vom Preis wirklich in Ordnung. Und noch ein 2. Leberkäse von meiner Oma. Die isst nämlich auch total gerne Leberkäse. Das ist so richtig das Ding von ihr und von Jakob. Ich habe mir noch ein kleines Kerni mitgebracht.
Das war reduziert 50% auf 54 Cent. Das mag ich nämlich ganz gern. Und beim Aldi hat Jakob das hier noch mitgenommen. Das ist da jetzt neu. Und zwar Brioche Sandwich. Sieht super lecker aus. Wahrscheinlich richtig weich und fluffig. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das schmeckt gut. Wahrscheinlich innerhalb eines Tages weg. Ja, weil, also Brioche ist, Jakob liebt Brioche über alles. Das ist so richtig dein Lieblingsbrot, ne? Mhm. Zweimal Rama Creme 4 habe ich mitgenommen, habe ich super lange nicht mehr gekauft, war aber jetzt im Angebot. Und da habe ich die 7%ige zweimal mitgenommen zum Kochen diese Woche. So, dann haben wir an der Theke Hackfleisch gekauft. Wir waren halt erst beim Hit und da habe ich Hackfleisch gekauft. Ich wusste halt nicht, dass bei Edeka was im Angebot ist, beziehungsweise reduziert. Und deswegen habe ich hier einmal 300 Gramm Hackfleisch mitgenommen. Das Gemischte war im Angebot Kilo 6,99. Und da habe ich jetzt für 334 Gramm 2,33 bezahlt. Das reicht für uns vollkommen zum Kochen. Ja, das wollte ich ja zum Kochen benutzen, aber das ist nicht schlimm. War halt ein Angebot mit den 2,40 und das wird dann einfach eingefroren. Und dann hat man fürs nächste Mal noch was natürlich. Ich habe noch einmal Creme Fraiche mitgenommen. Eigentlich wollte ich Schmelzkäse. Aber diese normalen Packungen für über 2 Euro, also bei uns kosten die 2 Euro, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich davon spreche, dann sind das natürlich Preise, die ich bei unserem Supermarkt sehe. Wenn das bei euch noch nicht so ist, seid froh, kauft ein. Aber Schmelzkäse habe ich leider keinen bekommen. Außer ich hätte halt über 2 Euro für so ein Päckchen bezahlt und das war mir echt ein bisschen viel. Und deswegen habe ich jetzt von Dr. Oetker in der Billigabteilung einmal Creme Fraiche mitgenommen. Mit Gartenkräuter. Ist zwar ein bisschen was anderes als Schmelzkäse, aber ist nicht so schlimm. Kann ich auch benutzen. Und im Angebot war bei Hit für 1 Euro Almette und da haben wir Tomatenpesto als Sorte mal mitgenommen zum Ausprobieren. Wir sind ja mittlerweile, seit wir so wenig Fleisch und Wurst essen, so, wie hast du gesagt? Situationsvegetarier. Situationsvegetarier oder Teilzeitvegetarier, passt auch, sind wir geworden. Deswegen essen wir viel mehr Käse und wir sind da echt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bei Käse und Frischkäse, ne? Kein so, Problem. Nee, aber ich meine, so verschiedene Dinge haben wir bisher ausprobiert, so auch verschiedene Käsesorten oder so von Frischkäse, nicht nur standardmäßig und so. Wir haben irgendwie viel mehr Frischkäse und Käse im Haus als vorher. Ist natürlich ganz geil, da kommt man natürlich auch wieder auf den Geschmack von anderen Sachen. Dann habe ich einmal hier so ein Heringsfilet mit Tomatensauce oder in Tomatencreme mitgenommen für meine Oma. Ich weiß nicht, warum man so was freiwillig isst, aber gut. War für 1 Euro im Angebot und sie isst das ab und zu gerne. Deswegen habe ich das mitgenommen. Genauso wie von Fahr einmal ein Deo. Sie sagt immer, nimm eins, was lecker riecht. Habe ich versucht. Ich hoffe, das ist gut. Das war nämlich im Angebot für 1 Euro. Habe ich mir auch nochmal eins mitgenommen. Luxurious Moments. Das mag ich gerade am liebsten. Eigentlich mag ich das Pink immer. Momentan bin ich beim Lilanen. Jakob hat sich auch eins mitgenommen. Und zwar Sport Energy Boost erfrischender Duft. Ja, riecht gut. Muss ich sagen. Und meine Oma brauchte einmal Shampoo und Duschgel. Habe ich ihn natürlich auch mitgenommen. Hier einmal Milch und Honig. Einfach von der Hit-Eigenmarke. Und Shampoo einmal Frucht und Vitamin. Und dann haben wir noch einmal Würstchen mitgenommen. Ich sage ja, diese Woche hatten wir echt Glück. Aber ich finde, wir haben am Wochenende jetzt, haben wir Jakobs Geburtstag mit der Family so ein bisschen gefeiert. Und wir haben halt so ein Wrap-Buffet gemacht, also Wraps und dann Salat. Und wir hatten ein paar Würstchen gekauft, dann hatten wir vegane Bratwürstchen und Hähnchenfleisch. Und irgendwie, man hat das ganz anders gegessen, finde ich. Also irgendwie, wenn man das viel weniger konsumiert, und wir hatten ja teilweise wirklich... sonst immer fast jeden Tag irgendwas mit Fleisch, sei es Schinken oder Wurst oder keine Ahnung was. Und wie gesagt, am Brot essen wir das ja fast täglich, außer freitags wirklich gar nicht. Und zwischendurch hat man immer mal einen Tag, wo man das nicht isst, weil man einfach nur gerade keinen Bock drauf hat oder was auch immer. Also muss man schon sagen, dadurch, dass die Preise gestiegen sind, macht man das so ein bisschen bewusster, finde ich. Und jetzt zum Beispiel haben wir halt hier diese Würstchen mitgenommen. Die waren einmal auf 1,12. Das sind so 5 Geflügelwiener. Und einmal hier diese, dieses Doppelpack. 1,24 Euro. Das ist halt perfekt für morgens beim Frühstück mal ein Würstchen. Oder für Jakobs Brotdose und so. Ja, muss man einfach dann mal mitnehmen, wenn es wenn es reduziert ist. Und ich finde es wirklich cool, dass man das jetzt irgendwie so ein bisschen anders macht. Und es hat ganz anders geschmeckt. Wir haben vorher, die ganze Woche haben wir nicht einmal Fleisch gegessen, außer halt ein bisschen Fleischwurst und sonst nichts. Jakob hat in der billigen Abteilung noch 2 Twix mitgenommen, einfach für den Süßigkeitenvorrat. Auf 94 Cent waren die reduziert. Twix Salted Caramel. Und da hat er dann auch ein bisschen was von, weil ich esse die zum Beispiel gar nicht. Salted Caramel ist nichts für mich. Für die Tour habe ich einmal diese Salami-Baguettes von Jahr mitgenommen. Da sind ja 2 Stück drin. Einfach um es aufzufüllen. Das kann auch mit nach unten. Wenn ich mal irgendwie eins will oder meine Oma oder so. Ist dann immer ganz praktisch.
Und so ein Käsekuchen war in der Billigabteilung. 1,09 Euro, 50% reduziert. Habe ich auch mitgenommen. Kann man dann irgendwie nachmittags mal so ein kleines Stückchen essen. So, dann brauchte ich einmal Mehl und Zucker. Und ich bin ehrlich froh, dass ich für den ganz normalen Preis Mehl und Zucker bekommen habe. Und dass ich überhaupt was bekommen habe. Also es hat sich ein bisschen reguliert mittlerweile. Aber es ist schon immer noch... Also Öl kriegt man gar nicht. Mhm. Und ich bräuchte langsam Öl. Aber Mehl und Zucker habe ich bekommen. Denn ich möchte diese Woche... etwas backen und dafür brauchte ich ein bisschen was. Und zum Schluss haben wir noch zweimal Milch und zwar von Bärenmarke, die 1,8%ige, die war einfach reduziert auf 64 Cent. Moment, einmal so rum. Deswegen habe ich die mitgenommen und das hat ganz gut gepasst. Die ist nur ein paar Tage haltbar, aber ja, wie gesagt, ne, mit dem Haltbarkeitsdatum, es ist... Oh, da war doch noch was. Es ist ja nicht tödlich. Das ist... Oh, das fällt immer auf die Seite. Ich habe letztens auch irgendwas... Ich glaube, da waren Parmesan-Tütchen oder so. War da plötzlich noch drin. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Von Knorr, einmal Kräuterrahmschnitzel. Ich glaube, die Tütchen waren im Angebot. Ne? Mhm. Hat Jakob sich mitgenommen, weil das so seine Lieblingssoße davon ist. Und dann, ja, einfach für den Vorrat. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Und jetzt bin ich hier überall nass. Oh, Jesus Maria Mariorum. Ich habe es tatsächlich geschafft, diese Woche den Plan mal auszudrucken. Und ja, wir machen heute einmal Nudeln mit Schinken-Erbsensoße. Mit den Schinkenwürfeln, Tiefkühlerbsen habe ich noch eingefroren. Dann machen wir einmal gefülltes Omelett mit Champignons und Käse. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir hatten vor ein paar Wochen mal so ein Omelett gemacht, meine Oma und ich. Und das war so lecker. Da freue ich mich echt drauf. Und dann mache ich noch eine Nudelfanne mit Hackfleisch und Lauch. Da freut Jakob sich sehr drauf. Weil diese Hackfleisch-Lauchsuppe oder auch dann als Soße mit Nudeln liebt er total. Und ich dachte, weil das Hackfleisch im Angebot ist, dann mache ich das mal wieder. Dann gibt es einmal überbackenes Baguette. Da hatte ich nämlich so ein Reel bei Instagram gesehen, einfach dieses Baguette. Und dann ja, kann man ja alles drauf tun. Und ich dachte so vielleicht Tomatensoße und dann mit Käse und ne, was man halt so zu Hause hat. Und finde ich auf jeden Fall ganz cool, da freue ich mich drauf. Und dann Freitag gibt es für meine Oma und Jakob Linsensuppe, die ist noch eingefroren. Und ich mache mir dann einfach Bratkartoffel, weil Linsen bin ich kein Freund von. Genau. Und das Wochenende ist wie immer frei, da machen wir dann entweder Reste oder... Ne, was uns halt so in den Kopf kommt, eingefroren und im Vorrat habe ich sowieso immer was. Ja, ich würde sagen, dann war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würden wir uns wie immer sehr freuen. Und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wo ihr immer einkaufen geht, jetzt wo die Preise gestiegen sind, ob ihr irgendwo gemerkt habt, dass es irgendwo günstiger ist. Also wir gehen ja am liebsten bei Hit und bei Edeka einkaufen. Hätte ich nicht gedacht, denn normalerweise ist der Discounter ja immer günstiger, aber bei Hit und Edeka finden wir immer die besten Angebote oder auch die reduzierten Dinge. Ja, das passt für uns am besten. Schreibt mir das sehr, sehr gerne und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Mhm.